Supreme Shirt. Du gehst das Risiko für ein Supreme Shirt ein. What the fuck is going on? Das ist die krasseste Version von Off-White oder Off-White, die wir jemals hatten. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Freunde, der Himmel weint, weil ein weiterer Tag der Ehrenlosigkeit gekommen ist. Wir drehen eine weitere Ausgabe von Offenheit oder Off-White. Wir finden heraus, ob diese jungen Männer, ist keine Frau dabei, jungen Männer hier in diesem Spiel auf ein Off-White-Shirt gehen und ihren Opponenten, ja, wie hochgestochen will ich mich noch ausdrücken, ihren Gegner anlügen, nur um zu diesem Off-White-Shirt zu kommen, oder ob sie ehrlich sind und sich gemeinsam auf einen Preis einigen. Der zweite Preis sind Hype Needs Gutscheine im Wert von 15%. Und der Hauptpreis sind natürlich 3 Off-White Shirts, die von Hype Needs zur Verfügung gestellt werden. Vielen lieben Dank dafür. Hier haben wir sie. Wir haben diesmal nicht nur normale Shirts am Start, wie diese zwei hier mit Bart Simpson und so weiter. Und diesen Off-White Cavaccio Shirt. Nein, das ist nicht das Cavaccio. I don't know. Aber wir haben sogar auch noch ein Longsleeve dabei. Warenwert, ich glaube, über 550 Euro, 600 Euro sowas. Das heißt, es geht schon um was. Wer hat Bock auf Off-White Shirts? Sehr gut. Alles so still immer, wenn ich frage. Ich frage nochmal, wieso in der Schule? Wer hat Lust auf Off-White-Shirts? Okay, nice, cringe ist am Start. Wir schauen jetzt, ob wir unsere ersten 2 Gegner finden. Natürlich muss ich es natürlich. Er hat es klug gemacht, er hat den MEM-Hoodie an. Somit bist du der Erste, der bei diesem Spiel mit teilnehmen darf. Gleich daneben steht jemand mit der neuen Peso-Kollektion. MEM gegen Peso, witzig. Okay, kann man schon mal applaudieren, natürlich. Ich darf euch bitten, die Schutzmaske aufzusetzen. Okay, perfekt. Wie heißt du? Ich bin Max, 21 und komme aus Luxemburg. Der Max aus Luxemburg. Nice, mit dem Gucci-Hat. Yes, sir. Und dem schönsten aller Vornamen. Yeah. Perfekt. Wie heißt du? Moritz. Ich bin der Flo. Der Flo. Flo, wie alt bist du? 15. 15? 15? Ja. Wirklich? Okay. Wo kommst du her? Aus Wien. Aus Wien. Welcher Bezirk? 10. 10. Bruder, na sicher, Räumerplatzpartie. Okay, Leon. So, wir haben Räumerplatz gegen Luxemburg, Österreich gegen Luxemburg. Yes. So klein und schon ein Land. Ja, also 600.000 Einwohner, aber ja. Okay, bist du eher der ehrenhafte Typ oder eher der unehrenhafte? Eher unehrenhaft. Eher unehrenhaft, was sagt er direkt im Voraus? Okay, und du? Ich bin der Ehrenhafte, würde ich sagen. Der Ehrenhafte. Okay, ihr wisst, worum es geht. Es gibt zum einen entweder beide können einen 15% Gutscheincode von Hype Needs gewinnen oder wir machen gleich das Longsleeve. Dieses Shirt hier, den Hauptpreis des heutigen Tages, in einem Warenwert von, keine Ahnung, 180 Euro oder so. Gefällt euch das Shirt? Es geht. Gehst du? Willst du ein anderes? Ich würde es nehmen. Du würdest es nehmen? Ja, ich würde es auch nehmen. Taugt es oder taugt es nicht? Ja. Die können sich auch nicht entscheiden. Okay, passt. Ich gebe dir das mal zurück. Ihr kennt die Spielregeln? Yes. Ja. Du auch? Yes. Passt. Dann kriegt jetzt jeder von mir eine 1-Cent-Münze. Zack. Okay. Hattest du eine Frage? 1 Euro ist ja, wenn man das T-Shirt möchte und 1 Cent ist... Genau. Okay, wenn du 1 Euro gibst, dann gehst du auf den Gutschein. Das heißt, beide bekommen etwas. Okay. Und wenn du auf das Off-White-Shirt gehst, gibst du 1 Cent. Okay. Ja? Aber... Nur einer kann das Off-White-Shirt bekommen, aber beide können einen Gutschein bekommen. Ihr habt jetzt aber im Vorhinein die Möglichkeit, euch abzusprechen und euch auf etwas zu einigen. Ihr könnt euch anlügen, ihr könnt die Wahrheit sagen, es bleibt komplett euch überlassen. Flo, was sagst du? Ja, also ich würde schon aufs Off-White-Shirt gehen, also du kannst entscheiden, ob wir beide mit nichts ausgehen oder... Ich bin auch für das T-Shirt eigentlich. Das heißt, wenn wir verlieren, geben wir das T-Shirt ab, oder? Ja, wir spielen die Extreme-Variante. Das heißt, wenn ihr beide den 1 Cent gebt, dann geht ihr auf Risiko. Und wenn beide 1 Cent gegeben haben, müsst ihr euer T-Shirt abgeben. Wir werfen das dann in die Altkleiderbox. Okay, ja, also ich gehe safe aufs Off-White-Shirt. Du gehst safe auf das Off-White-Shirt und du gehst auch. Das heißt, ihr wollt im Prinzip beide das euer Shirt abgeben. Ja. Nice. Was hast du für ein Shirt an? H&M. H&M? Yes. Okay, und du? Ich weiß gerade gar nicht. Was ist das? Pegador. Ja, da geht es eh um nichts. Okay, passt. Ja dann, liebe Freunde, kannst du mir jetzt verdeckt deine Münze geben? Okay, passt. Und du kannst mir verdeckt deine Münze geben. Ich weiß nicht, was das soll, aber liebe Freunde, ihr könnt jetzt raten, was mir die beiden gegeben haben. Was glaubt ihr? Die haben mir ernsthaft beide 1 Cent gegeben? Ich wollte das T-Shirt gewinnen. Und somit gebt ihr mir jetzt beide euer Shirt quasi. Okay, danke für den Euro. Krank, hätte ich nicht gedacht.
Es ist relativ kalt draußen. Wir werden die Szene, wo ihr nackt ohne Shirt da steht, nicht reinschneiden. Okay. Aber ja, okay. Somit gibt es eine Kleiderspende. Nicht schlecht. Okay, er zieht sich schon sein Shirt aus. Du darfst dein Shirt auch ausziehen. Okay, krank. Also damit habe ich echt nicht gerechnet. Aber es sind trotzdem beides Ehrenmänner. Sie stehen zu ihrem Wort. Ich bekomme da jetzt schon mein erstes H&M-Shirt. Aber der M&M-Hoodie, der hält eh gut warm, oder? Ja, so, dann Dankeschön. Danke. Und er ist weg, oder? Ah, da ist er. Okay, perfekt. Und ein Pegado-Shirt? Das sind die Spielregeln. Genau, perfekt. Ihr kennt die Spielregeln. Ihr wisst alle Bescheid. Das ist die Extreme-Variante. Das heißt, man kann auch verlieren. Krank. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Bro, was geht ab? Das Orga ist, die geben mir das wirklich. Danke vielmals. Wort gehalten. Ehrenmann, das heißt, top. Dann Dankeschön fürs Mitspielen. Das war die erste Runde von Off-White oder Off-White. Ich gebe dir jetzt mal die Shirts zur Sicherheit. Wer traut sich jetzt noch hier mitzuspielen? Euda spielt mit. Let's go. Und du hast schon mal mitgespielt. Du spielst mit. Ja. Okay. Zweite Runde. Oh mein Gott. Was passiert hier? Wie heißt du? Theo. Theo. Wie heißt du? So wie du. Max. Du heißt auch Max? Ja. Nice. Okay. Ihr kennt die Spielregeln? Ja. Ja, sicher? 1 Euro, 1 Euro, 1 Cent, 1 Cent. Ihr wisst, was euch erwartet. Ihr wisst, ihr könnt euer Shirt verlieren. Auf was möchtest du? Ihr könnt jetzt absprechen, euch anlügen oder auch nicht. Wenn beide 1 Euro geben, kriegt beide einen beide Gutschein. Oder? Ja. Wenn du im Taui einkaufst, kriegst du 150 Euro einfach gratis. Also ich würde sagen, beide den Gutschein, oder? Ja, aber es kann eh nur einer. Theo, wir kennen uns. Ihr kennt euch, ihr kennt euch. Nein, aber wir sind keine Freunde, kann nichts. Oh, keine Freunde. Nein. Das ist von einer anderen Freundesgruppe, aber wir kennen uns. Okay. Aber vertrau, gib 1 Euro. 1 Euro? Ja. Sicher, okay. Bro, safe 1 Euro? Ja. Passt. Ich snitch nicht. Ich snitch auch nicht. Okay, ich bin gespannt. Bruder, wenn ich ihn snitche, dann bin ich hier. Das wäre schon ziemlich krass, gell? Ah, Bro. Ja, passt. Ihr habt euch geeinigt? 1 Euro. 100%? Ja, okay. Also ich snitch 1 Euro. Okay, dann kannst du mir jetzt deine Münze geben. Okay? Und du kannst mir jetzt deine Münze geben. Krass. Okay, Leute, was glaubt ihr? Was haben die mir gegeben? Ratet mal in den Kommentaren. Ich löse es gleich auf. Ihr sagt? Er hat gesnitcht. Es haben beide gesnitcht. Und beide müssen ihr Shirt abgeben. Krass. Okay, Wahnsinn, was geht da ab? Ich pack mein Leben nicht. Dann bitte einmal den Euro und euer Shirt. Dankeschön. Und euer Shirt. Was geht da ab? Jetzt ist es wirklich die Hardcore Edition. Jetzt trauen sich die Leute. Naja, eigentlich sollten sie sich nicht mehr so einfach trauen Ich bin so schockiert, ich krieg kein Wort raus. Wir haben jetzt einfach 4 Shirts. Oh mein Gott, Bro, was geht ab? Okay, Freunde, für alle, die mitspielen, ihr solltet euch wirklich überlegen, was ihr macht. Wir bekommen jetzt schon 4 Shirts. Einmal eins, was war das für ein Shirt? Keine Ahnung, Bro. Okay, irgendein Basic. Okay, perfekt, das gebe ich dir. Einfach, schau mal, schon 3 Shirts am Start. Und das vierte, was ist das für eins? Nike. Nike-Shirt, okay, nice. Also die Altkleiderbox wird sie freuen. Danke fürs Mitspielen. Ja? Achso, ich frage jetzt mal durch. Wer möchte als Nächster? Komm, du kommst gleich und du kommst auch gleich dazu. Wahnsinn, das wird einfach eine Long Edition. Wir haben immer noch 3 Off-White-Shirts, Leute. Und wir haben immer noch 6 Gutscheine. Krank. Neue Runde, neues Glück. Wie heißt du? Max. Max, oha, es war in jeder Runde ein Max dabei. Wie heißt du? Rubian. Wie? Rubian. Rubian. Ja. Rubian gegen Max. Seid ihr eher ehrenhafte Typen? Ja, ich bin ein Ehrenmann. Du auch? Ehrenmann. Okay, Spielregeln sind klar. Manchmal, okay. Spielregeln sind klar, dann kann ich dir jetzt mal 1 Euro, 1 Cent und 1 Cent. Es haben schon 4 Leute ihr Shirt verloren. Ihr wisst, was ihr tut? Ja. Dann könnt ihr euch jetzt auf was einigen. Beide Gutscheine. Also 1 Cent ist ein Gutschein, ne? 1 Cent ist Off-White-Shirt. 1 Cent ist Off-White-Shirt und 1 Euro ist Gutschein. Kriegen wir 1 Euro? Passt. Beide 1 Euro? Hand drauf. Oh, auf einmal will er nicht mehr die Hand geben. Okay, jetzt. Bro, ich hab die Broke-Phase, Mann. Ah, okay. Bei mir läuft nicht so, weißt du, was ich meine? Ihr müsst euch das jetzt ausmachen. Bei dir läuft besser, man. Schau dich an, Card Purpose. Aber nur Low. Nur Low, okay. Trotzdem Card Purpose bei mir. Was ist das? Also, du appellierst jetzt quasi an den Gutmenschen und bittest ihn darum, dass er dir das Off-White-Shirt überlässt. Wenn er ein Ehrenmann ist, weil okay. Ich brauch's unbedingt. Okay. Brauchst du es unbedingt? Wäre nice, aber muss nicht sein. Ja, ihr könnt euch einigen. Okay. Mach mal beide Gutschein und einen Döner. Bitte. Er will unbedingt das Off-White-Shirt. Okay, passt was? Er macht Kopfkino, ich sehe es. Er bekommt das Off-White-Shirt. Ja. Sagst du? Ich schwöre es. Du schwörst es. Krank, okay. Hand drauf. Okay? Ja. Das war die linke Hand, die zählt nichts. Krank, er gibt ihm die Hand drauf. Okay, passt. Dann darfst du mir jetzt. 1 Euro ist fertig. 1 Euro ist der Gutschein. Ja, okay. Ja, passt.
Okay, und du kannst mir die Münze geben? Okay, ratet jetzt in den Kommentaren, wer was gegeben hat. Drittes Pärchen. Was sagt ihr? Beide? Beide was? Beide Ehrenmänner. Okay, das heißt, keiner hat gelogen. Genauso war's. Du hast ihm tatsächlich das Off-White-Shirt gegönnt. Kannst dich jetzt mal bedanken bei ihm. Gib mir mal das erste Off-White-Shirt. Egal, gib mir das. Was? Ja, passt, nimm das Bart Simpson. Das will wahrscheinlich sonst eh keiner. Bitte, vielen lieben Dank fürs Mitspielen. Krass, du hast ihn wirklich gegönnt. Also Props gehen raus an dich. Absolut nice. Okay, ich krieg noch einen Cent von dir. Danke vielmals und danke fürs Mitspielen, Leute. Viel Spaß mit dem Off-White-Shirt. Krass, erstes Off-White-Shirt ist weg. Wir haben immer noch zwei. Ich glaube, wir werden jetzt noch eine Runde spielen, weil ich finde es bis jetzt schon ziemlich lustig. Eine Runde machen wir noch. Okay, vielleicht machen wir noch eine zweite. Mal schauen. So, wer möchte mitspielen? Du darfst mitspielen. Zack. Und du darfst mitspielen. Wie heißt du? Felix. Felix. Und wie heißt du? Philipp. Philipp gegen Felix. Wie alt bist du? 14. 14. Und du? 13. Ihr kennt die Spielregeln, es ist alles klar. Ich gebe dir jetzt gleich mal den 1 Cent und den 1 Euro und auch dir den 1 Cent und deinen Euro. Wer hat Bock auf ein Off-White-Shirt? Ja, ich schon. Du schon? Und du? Normal, aber ich will auch nicht mein T-Shirt verlieren. Ja, es haben schon 4 Leute das Shirt verloren. Krank. Schau mal an, was da abgeht. Er hält einfach den Regenschirm und die T-Shirts. Ja, das ist halt die Gefahr, gell, bei Off-White oder Off-White Extreme. Ihr könnt euch jetzt abmachen, ihr könnt euch anlügen oder ehrlich sein, wie ihr wollt. Ich habe euch jetzt so gemacht, beide 1 Euro und ich kaufe noch einen Döner, dass es safe ist. Was sagst du? Ja, okay. Ja. Mach mal? Ja, machen. Safe, Bro? Krass, okay, ihr vertraut euch. Passt, dann darfst du mir jetzt die Münze geben. Okay, und du darfst mir die Münze geben. Okay, Leute. Was glaubt ihr, ist passiert? Einfach beide schon wieder einen Cent gegeben. Beide verlieren ihr Shirt. Das gibt's einfach nicht. Krank. Hättest du damit gerechnet? Nein, nie. Hättest du gedacht, ihr habt beide gedacht, ihr seid der Klügere, oder? Ja, ja. Safe, Digga. Krass, was hast du für ein Shirt an? Supreme. Supreme Shirt. Du gehst das Risiko für ein Supreme Shirt ein. Und du? Levi's, okay. Ja, dann bitte her mit den Münzen und her mit euren Shirts. What the fuck is going on? Das ist die krasseste Version von Off-White oder Off-White, die wir jemals hatten. Gestört. Was geht ab? Krank. Ich hab direkt, ist das normal, dass man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man Lügen an das Shirt abnimmt? Okay, okay. Krass. Leute, ihr wisst schon, was euch erwartet da, oder? Altkleidersammlung. Die Altkleiderbox wird voll sein, ja, safe. Vielen lieben Dank für das Shirt. Das Supreme-Shirt, krank. Hier, das Supreme-Shirt und das Levi-Shirt. Dankeschön trotzdem fürs Mitspielen. Ehrenhaft, dass ihr trotzdem zu eurem Wort steht. Okay, so. Ich hab noch Off-White-Shirts. Wer hat Bock mitzuspielen? Du spielst mit und du spielst mit. Wie heißt ihr? Wie heißt du? Ich heiße Marco. Marco? Ja. Und wie heißt du? Ali Ehren. Ali Ehren? Ja. Okay. Beim ersten Versuch, nice. Okay, dann hier 1 Cent, hier 1 Euro, hier 1 Cent und hier 1 Euro. Wer hat Bock auf ein Off-White-Shirt? Ich weiß nicht, hast du sehr Bock drauf? Mir ist es egal, also ich glaube... Du musst mir zuhören, okay? Ich gebe dir 1 Cent Münze hin, okay, fix. Okay, willst du gerade meinen Format ficken oder was? Und du gibst dir 1 Euro Münze, okay? Wir nehmen uns das Off-White-Shirt, ich tausche um, ich gebe das Geld, wir teilen uns das Geld auf. Man kann das Shirt nicht umtauschen, das ist zur Verfügung gestellt. Sorry! Willst du von euch haben? Okay, das könnt ihr euch dann nachher ausmachen. Wir entscheiden uns für den Gutschein. Brauchst du den? Ich will nur ein bisschen Geld. Ich glaube, er hat Angst, dass er sein Shirt verliert. Machen wir, komm. Ich gönne dir einfach das Shirt. Du gönnst ihm einfach das Shirt, okay? Ich tausche mit dir. Ich verkauf's ihm und ich gebe dir ein bisschen Geld auf. Na, brauchst du nicht. Oh, was geht ab? Okay, was ich vertraue dir, okay? Er vertraut dir. Ja. Du vertraust ihm. Ja. Es okay. Gibt gar nichts, wenn du jetzt die Centmünze gibst. Ja, ja. Das heißt, nur jetzt zum Verständnis, du gibst 1 Euro und du gibst 1 Cent? Ja. Okay, wir schauen, ob das wirklich so eingehalten wird. Bitte deine Münze. Krass, Alter, krass. Und deine Münze. Was glaubt ihr? Irgendjemand muss nett sein. Er hat nicht gesnitcht? Okay, schreibt in die Kommentare, was ihr glaubt. Ich löse es auf in 3, 2, 1. Genau wie abgesprochen, du hast den 1 Cent gegeben, du hast den 1 Euro gegeben. Damit bekommst du das Off-White-Shirt. Applaus für das Off-White-Shirt. Ich nehme das. Dadurch, dass du es verkaufen willst, gebe ich dir das günstigere. Viel Spaß damit. Ja, das heißt, du nimmst jetzt einfach das Shirt und du nimmst gar nichts, oder wie? Ja. Okay, gib mir mal das Supreme Shirt. Das ist das Supreme Shirt? Ich schenke dir ein Supreme Shirt. Bitteschön. Ehre. Ehre. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Eine Runde spielen wir noch. Wie lange haben wir schon? Das ist ja ewig lang. Okay, spielen wir noch eine Runde, oder? Ich hab Bock. Ich hab Bock auf eine Runde. Wer hat Bock? Trent Vision, komm her. Ah, du hast ja schon mitgespielt. Ich brauch wieder ein T-Shirt.
Ja, es riskieren alle. Du hast auch schon mitgespielt. Nur die, die noch nicht mitgespielt haben. Ja, komm du her. Okay, wie heißt du? Max. Max, das gibt's nicht. Schon wieder ein Max. Wie heißt du? Ich heiße nicht Max, ich heiße Julian. Julian? Julian, ja. Okay, er heißt nicht Max, sondern Julian. Ihr kennt die Regeln. Ich gebe dir 1 Euro und 1 Cent und auch dir 1 Euro und 1 Cent. Wer von euch will ein Off-White-Shirt? Auf jeden Fall. Du willst auf jeden Fall das Off-White-Shirt. Du? Ja, ich hätte schon gern eins. Aber? Ich weiß nicht, willst du? Wie wärst du, wenn ich dir das Off-White-Shirt gönne und wir tauschen mir so Telefonnummern oder Instagram und dann verkaufen wir es gemeinsam? Da musst du mal glauben. Also, ich glaube, ich wäre schon dabei, auf jeden Fall. Ich glaube ihn. Du glaubst, du vertraust ihm? Ja. Okay. Und du vertraust ihm auch? Ja, sonst ist er ehrenlos. Also, bist du in die Hand drauf? Passt das? Okay, passt. Krass. Okay, das heißt, ihr habt euch drauf geeinigt. Wer gibt jetzt den 1 Cent? Also, er hat gesagt, er gönnt mir das Off-White-Tee, also... Okay, nice. Also, du gönnst ihm das Off-White-Tee? Ja, wenn er... Ja. Ich würde es ihm gönnen, ja. Ja? Okay, das heißt, du gibst 1 Euro und du gibst 1 Cent? 1 Cent, ja. Und das ist fix abgemachte Sache? Ja. Ich sehe schon. Das Sick and Milk, oder wie das Shirt heißt, ist schon weg, glaube ich. Okay, na gut. Ihr seid euch einig. Ja. Ihr wisst, wenn beide 1 Cent geben, sind beide Shirts weg. Ja. Okay, gut. Dann darfst du mir jetzt deine Münze geben. Ich wollte schon sagen, den 1 Cent geben. Und du darfst mir deine Münze geben. Was passiert? Ja, einer muss nett sein. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Er hat 1 Cent gegeben, er hat 1 Euro gegeben. Und somit bekommst du das Off-White-Shirt. Das allerletzte Off-White-Shirt. Bitteschön. Ja. Ganz viel Spaß damit. Ihr redet euch anscheinend ab und verkauft es gemeinsam. Sehe ich das richtig? Okay, dankeschön. So, dann noch von dir den 1 Cent. Wer hat nicht mitspielen können? Ein bisschen was muss man auch zurückgeben. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass das besser ausgeht mit denen, dass ich es wegwerfe, aber ja. Freunde, vielen lieben Dank fürs Mitspielen. Danke vielmals fürs Zusehen. Krass, was da heute abgegangen ist, liebe Leute. Schreibt in die Kommentare, was ihr am krassesten fandet an diesem Video. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann am Freitag oder Sonntag wieder mit dem nächsten Video. Gestört, was da abgegangen ist. In diesem Sinne, Freunde, das war's von mir, euer Maximilian. So, und die Humana Box. Sag danke für eure verlorenen Shirts.